isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast. So, meine Freunde, da wären wir auf jeden Fall heute wieder einen neuen Part von FIFA Mobile. Heute auf jeden Fall wieder mit dem neuen Event. Leute, das neue Saison-Vorbereitungs-Event ist ja mega geil, Leute. Was findet ihr? Also, wie gesagt, ich find's einfach nur mega mäßig geil. Boom. So. Auf jeden Fall habe ich hier schon alles abgerufen. Zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel ein Transfer-Challenge Extrem. 120er Team. Ja, Leute, ich habe wirklich viel gebraucht, mindestens 10 oder 20 Anläufe, bis ich das endlich geschafft habe. Freunde, auf jeden Fall richtig geil. Ich habe es am Ende geschafft. Ja, und am Ende dieses Videos, oder jetzt gleich, mal gucken, werden wir auf jeden Fall so ein Pack öffnen. Geil, oder? 17 Stück habe ich davon, 10 Stück kostet es. Ich habe jetzt gestern auch schon jetzt und später Punkte eingelöst. Ich bin gespannt, was sich daraus jetzt noch ergibt aus den jetzt oder später Punkten. Wie gesagt, da bin ich echt gespannt. Genau, Verträge ist ja in 5 Tagen online. Da bin ich auch gespannt, was da jetzt auch noch auf uns zukommt. Und hier Trainingslager. Ich habe jetzt irgendwann die Tage jetzt Trainingspunkte bekommen. Irgendwie durch, keine Ahnung. Ja, mal gucken, was sich dahinter verbirgt. So, das Pack zu dem Pack kommen wir gleich, meine Freunde. Ich will aber jetzt erst nochmal kurz mein Team zeigen. Leute, ich habe jetzt endlich den 100er Sanchez. Leute, ich habe ihn auf die 100 trainiert. Geil, oder? 100er Sanchez. Boom. Auf jeden Fall jetzt 113er Team am Start. Richtig, richtig nice. So, was kann man jetzt noch machen? Shop, wir gehen mal kurz auf den Shop. Das Video wird ja jetzt auch nicht allzu lang. Ich wollte bloß mal jetzt kurz ein Video machen und dann hier das Pack öffnen. So, 2500, ich habe 710 täglich, für 3 Transferpunkte braucht man 57 Games, Leute, VTF. So, ich bin jetzt gespannt. Ah ja, stimmt, Anmeldekalender habe ich schon mich angemeldet, ja, 3 Stück. Ja, das vierte ist heute Abend, 21 Uhr, sind der Boost 150, okay, Haupt. Das wird das Angriffsspiel. Leute, das mit den Saisonvorbereitungstickets ist eigentlich, ja, das dient ja eigentlich nur zum Vorwärtsgehen. Zum Beispiel jetzt hier, ich bin ja jetzt hier schon bei 1,26, ich habe schon viel eingelöst. 50, 100, ja. Und hier, Leute, Ante Herrera, der ist richtig krank. Leute, wir öffnen jetzt dieses Pack. Wir öffnen jetzt dieses Pack. Dieses Transferpack. Ich bin gespannt, ich will kurz nochmal gucken, welche Spieler da drin sind. Der Beste ist ja Pepe, Jovic, Leute, Jovic, der wäre so krank. Wen ich aber jetzt wirklich gebrauchen könnte, wäre, der hier. Na gut, nee, obwohl, da spielt der hier, mein Salah spielt ja auf der Position, ZM, hier, der hier. Na gut, obwohl, da ist wieder, ja, ich lasse mich einfach überraschen, der Schlechteste, den wir ziehen könnten, wäre hier James, 90er. Das wäre wirklich richtiger Abfuck. Aber den könnte man ja auch verkaufen. Gut, Leute, wir öffnen dieses Pack jetzt, Leute. Ich bin gespannt, wer drin ist. Zack. Transferpunkte sind eingelöst. Und wir ziehen 2 Stück. Barella und Ayose Perez. Na gut, geht besser, geht schlechter, je nachdem. So, ich brauche jetzt noch 13... Transferpunkte, um diese jetzt und später Punkte einzulösen, Leute. Ich guck mal kurz nochmal, wie viel die kosten, Leute. Ich habe 4,3 Millionen auf dem Kasten. Da könnte ich mir auch noch eigentlich einen coolen Spieler kaufen, meine lieben Freunde. Gut, wir gucken erstmal nochmal. Markt. Nein, was mache ich denn jetzt hier? Verkaufen. Hä? 300.000 bloß. Ich guck kurz nochmal auf den Markt. Barella. Barella. So. Nein. Der ist da bloß 90 hat er, ne? 2 Millionen, du, die sind hier alle anpreisen. Das
War ich das nicht? Krass. Als ob. 600.000. Na gut. Ich verkaufe ihn für 500.000. 500.000 und das gehört Ihnen. So, 500. Na wohl, ich mach's so. 499.000. So. Sieht billiger aus. Zack, zack. Und dann nochmal ihn hier. Perez, den verkaufe ich auch für 400. Na gut, ne, der 92er, ne? Ich will eigentlich auch mal gucken, wie viel der kostet. Perez. Perez. Muss man dieses Strich, diesen Strich beachten, ne? Oh, geht's hier noch nicht belastend. Mit diesem Strich ist es immer belastend. Saisonvorbereitung. 92. Und Spanier. Spanier, da war doch Spanier, ne? S. Hier. Oh. Natürlich. Gut, hier haben wir ihn. Auch so teuer übrigens, ne? Leute, was ist das? Na gut, ich werde ihn auch verkaufen wie 499.000 wie der andere. So. Gut, Leute. Und Leute, ich will euch nochmal kurz hier mein. Das habe ich noch nie gemacht. Mal kurz hier switchen. Leute, nochmal kurz mein FIFA Mobile Beta Team zeigen. Das ist richtig nice. Dieses Beta ist wirklich richtig nice. Mal kurz die. So, die Musik noch kurz ausschalten, weil sonst versteht man mich nicht so richtig. Deswegen. Gut, mein Team, ich bin jetzt hier Platz 1150 in der ganzen Rangliste, globalen Rangliste. Mein Team ist, ich habe ein 81er Team auf jeden Fall jetzt hier im Start. Ederson, ich habe hier Ederson im Tor, Zaza. Legende, ne, Zaza. Und Bender und so weiter und so fort. Richtig nice Team auf jeden Fall, 81er. Ja. Vielleicht mache ich da jetzt demnächst auch mal ein kurzes Video dazu. Ich habe kurz mein Team jetzt gezeigt und damit bin ich auf jeden Fall raus und sage bis demnächst. Skywalk!